Nach wie vor UFO-Hype in den USA. Das Ganze natürlich beim Countdown auf den ersten großen UFO-Bericht angefertigt vom Pentagon. Die US-Streitkräfte möchten in diesem Report klären, was dran ist an den vielen Beobachtungen von unbekannten Flugobjekten in den letzten Jahren. Es gibt dazu eine Serie wirklich spektakulärer Videos, aufgenommen von den US-Streitkräften selbst. Deshalb ist es diesmal eine ganz andere, eine ernsthaftere Diskussion über das UFO-Phänomen. Jetzt behauptet einer der größten Aufdecker und Insider, dass diese UFOs auch Einfluss genommen hätten auf Atomanlagen in den USA, wie auch auf atombetriebenes Kriegsgerät. Luis Elizondo heißt der Mann. Er war einmal innerhalb des Pentagon damit beauftragt, diesen unerklärten Luftphänomenen auf die Spur zu kommen, sie praktisch aufzudecken. Das Pentagon wollte auf seinen Rat allerdings nicht hören, deshalb ist der Mann ausgeschieden und jetzt einer der größten Verfechter für mehr Transparenz im Umgang mit dem UFO-Phänomen. Elizondo jedenfalls behauptet, dass die unbekannten Flugobjekte, wie gesagt, bei Atomanlagen aufgetaucht wären. Einige dieser Anlagen mussten abgeschaltet werden, behauptet jedenfalls der Mann. Und in anderen Ländern wäre es dazu gekommen, dass Atomanlagen aufgedreht wurden von den unbekannten Flugobjekten. All das natürlich ist unbestätigt. Man wird sehen, ob solche Vorfälle inkludiert sind in dem Regierungsbericht des Pentagon.